Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Ja, wir machen weiter mit meiner Videoreihe Ein Rasenfreak will's wissen. Heute gibt es das Thema Bodenaufbau, insbesondere Bodenstruktur. Da geht es unter anderem um das Körnungsdiagramm, um Körnungslinien, also um kleine Sandkörner. Fangen wir mit Sand und Bodenstruktur jetzt an. Das ist hier eine Sandmischung aus unserer Kieskuhle, sogenannter Maurersand 02, also das soll gewaschener Sand sein. Ich kann schon vorwegnehmen, man sieht also hier die ganzen feinen braunen Stoffe, die jetzt hier im Wasser schwimmen und sich nicht gleich absetzen. Das ist tatsächlich nicht gut gewaschener Sand, weil hier tatsächlich noch Feinstanteile jetzt im Wasser zu sehen sind. Also ein richtig guter Sand, der würde sich jetzt sofort klar absetzen. Und was das bedeutet, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß damit. So, also schalten wir mal um. Also Bodenaufbau und Bodenstruktur. Fangen wir mal wieder an mit unserem Bild, was wir ja schon ein paar Mal jetzt hier gezeigt haben. Also unten der Baugrund, auf dem die Rasentragschicht in der Regel aufgebaut ist. Dann oben der Blattaufwuchs, wie ich es ja schon in einem der letzten Videos erklärt habe, mit dem Wurzelhorizont. Aber heute wollen wir uns eben nicht um die Gräser und die Wurzeln im Speziellen kümmern, sondern wir wollen uns um die Rasentragschicht kümmern, die halt so ungefähr 15 cm dick sein sollte für Sportplätze und auch im privaten Bereich ist das eigentlich genau die richtige Dicke. Ich will heute speziell mal das Thema Bodenmatrix erklären. Also was ist die Bodenmatrix? Die Rasentragschicht, die besteht, ich habe es schon mal kurz gezeigt, zu 50% aus Festsubstanzen und zu 50% aus Poren. Das ist eigentlich der Ideal, so sollte sie bestehen, das ist der Idealzustand. Festsubstanzen, das sind 45% mineralisches Material und ungefähr 5% organisches Material. Das hängt natürlich immer so von den lokalen Gegebenheiten ab. Auf Sportplätzen, auf Golfplätzen sollte der organische Anteil etwas kleiner sein, so um die 3%. Bei uns kann auch mal 8% sein, der organische Anteil. Und der mineralische Anteil ist dann entsprechend kleiner. Ja, wir gucken uns tatsächlich jetzt den mineralischen Anteil an. Das ist tatsächlich der Ton, der Schluff, der Sand und der Kies. Das sind die vier Benennungen der Mineralik, die im Boden ist, die uns interessiert. Und die wichtige Frage ist natürlich, die ich versuche zu beantworten heute, wie ist denn eigentlich die ideale Zusammensetzung? Wie sieht die aus? Ihr werdet sehen. Ja, aber bevor wir das tun, müssen wir uns erstmal die Anforderungen an den Boden anschauen. Ja, was will ich eigentlich mit meiner Rasentragschicht erreichen? Was brauche ich für ein gutes Gräserwachstum? Und da brauche ich zum einen ein gutes Wasserhaltevermögen. Also das Wasser soll ja nicht gleich wegfließen. Aber ich brauche auch eine gute Wasserdurchlässigkeit. Besonders brauche ich Luft im Boden. Also die Durchlüftung muss in Ordnung sein. Also Luft muss in den Boden eindringen können. Die Wurzeln müssen in der Lage sein, die Rasentragschicht gut zu durchwurzeln. Die Nährstoffe sollten nicht gleich weggespült werden mit Wasser, sondern sollten in irgendeiner Form gespeichert werden. Die Belastbarkeit, ne, wir wollen ja mit unserer Rasentragschicht was tun, unserer Rasenfläche, da wollen wir drauf spielen, wir wollen drauf Sport treiben. Also muss die Belastbarkeit gegeben sein. Und da wir durch Belastung auch immer eine Veränderung haben, muss die Rasentragschicht sich auch gut bearbeiten lassen. Ja, also, wir hatten schon gehört, Sand, Schluff, Ton und Kies, das sind so die vier Dinge, die wir im Boden haben. Und das Entscheidende ist einfach hier bei diesen vier Begrifflichkeiten die Korngröße. Also ausschlaggebend ist hier die Korngröße. Und ich habe es hier mal aufgeschrieben hier. Ton hat eine Korngröße, einen Durchmesser von 0,002 mm, Schluff von 0,06 bis 0,002 mm. Sand hat eine Korngröße von ungefähr 0,06 bis 2 mm Durchmesser und der Kies liegt dann so zwischen 2
und 60 mm. Durchmesser, darüber kommen dann der Grobkries und Steine und Geröll und was auch immer. Das interessiert uns dann nun wirklich überhaupt nicht mehr. Ja, um das besser zu verstehen, gibt es ein sogenanntes Körnungsdiagramm, das ich hier so ein bisschen verändert habe für euch. Das ist aber auch ausführlich in der DIN 18035-4 im Teil 4 beschrieben. Ich will es euch erklären, was man hier sieht. Ja, zum einen sieht man hier unten den Körnungsdurchmesser und der ist logarithmisch aufgeführt. Was heißt das logarithmisch? Das heißt, die Unterschiede zwischen den kleinsten Partikeln und im Boden und den großen Körnern im Boden, der ist so hoch, das sind immer so Zehnerpotenzen, dass man dieses Diagramm gestaucht hat. Und das ist dann halt logarithmisch aufgeführt. Das heißt, ich habe hier 0,0001 Millimeter Durchmesser. Hier habe ich schon 0,01, hier 0,1 und dann die 0,1. Und dann ist hier schon hier ist die 1, genau, ist ja nicht aufgeschrieben und so weiter. Also, das ist immer in der Zehnerpotenz hier aufgeführt. Gestaucht heißt das in der Fachsprache, damit man überhaupt hier die verschiedenen Durchmesser vernünftig darstellen kann. Ja, also, der Ton, wie eben schon gesagt, alles, was mit Ton bezeichnet wird oder als Ton bezeichnet wird, hat eine Korngröße, einen Durchmesser von unter 0,002 Millimeter. Der Schluff liegt halt eben an der Stelle, Sand liegt da und Kies liegt da. Also es geht von 0,002 bis tatsächlich hier 2 Millimeter. Ne, da hört so der Sand auf und fängt der Kies an. Das ist ein ganz wichtiges Diagramm, was ich später auch noch mal ein bisschen ausführlicher nutzen werde, um nämlich genau hier solche Linien Bereiche einzutragen. Gucken wir uns aber jetzt erstmal die Körner selber an, also diese Körner, die im Boden sind. Ich habe mal hier so ein paar Körner aufgemalt, wie sie denn so im Boden verteilt sind. Und da die jetzt ja alle nicht, ja, alle in irgendeiner Form rund oder so ein bisschen oval sind, und wenn man, kann man sich vorstellen, wenn man jetzt hier so Murmeln in so ein Glas packt, dann sind da Hohlräume zwischen, und das nennen wir Poren. Und man unterscheidet tatsächlich Grobporen, Mittelporen und Feinporen. Und in diesen Poren, da kann eben das Wasser reinziehen und die Luft. Und deswegen sind Poren tatsächlich für unseren Boden, für die Bodeneigenschaften extrem wichtig. Ja, Wasser dringt in den Boden ein, ne? Wenn es regnet oder wenn wir bewässern, dann kommt von oben das Wasser und unsere Bodenmatrix füllt sich mit Wasser, da Wasser nun eben diese Eigenschaft hat, an Dingen zu haften, umschließen sich erst die Körner mit einem Wasserfilm und irgendwann ist dann der ganze Hohlraum gesättigt. Das nennt man wassergesättigten Boden und da sind also auch, um es schon mal hier auch ein bisschen einzuordnen, auch alle Grobporen, also alle Löcher, alle Öffnungen im Boden mit Wasser gefüllt. Nun haben wir leider auch die Schwerkraft. Die Schwerkraft sorgt dafür, dass das Wasser, was von diesem Boden nicht gehalten werden kann, abläuft. Also das Wasser läuft nach unten weg durch die Schwerkraft, relativ einfach jetzt dargestellt. Dann entstehen Hohlräume, es entstehen Löcher. Dann spricht man auch von der Feldkapazität eines Bodens. Das heißt, wie viel Wasser kann gegen die Schwerkraft noch vom Boden gehalten werden? Und dann entstehen hier überall auch Löcher, wo denn Luft drin ist. Oder wir haben Bereiche, wo eben auch noch Wasser zur Verfügung steht. Hier, um schon mal das auch gesagt zu haben, Mittelporen, da ist das pflanzenverfügbare Wasser drin, was die Pflanze noch aufnehmen kann. Ja, und wofür brauchen wir das Wasser? Wir brauchen natürlich das Wasser für unsere Pflanzen, für unsere Gräser. Denn die Gräser treiben ja ihre Wurzeln in diese Hohlräume rein. Und was machen die Wurzeln? Ja, die saugen natürlich vor allen Dingen das Wasser aus dem Boden heraus, um die Pflanze zu versorgen, um die Halme zu versorgen, um die Gräser zu kühlen, um die Gräser mit Nährstoffen zu versorgen. Und dann passiert Folgendes. Das Wasser nimmt natürlich im Boden weiter ab. Und das nennt man dann, wenn
die Pflanze kein Wasser mehr aus dem Boden ziehen kann, dann ist der Boden so am permanenten Welkepunkt. Das heißt, dann fängt die Pflanze an zu vertrocknen, weil sie kein Wasser mehr aus dem Boden herausziehen kann. Aber es ist noch durchaus Wasser im Boden verfügbar. Und das ist vor allen Dingen noch in den Feinporen verfügbar. Und aus diesen Poren kriegt die Wurzel das Wasser nicht mehr herausgesogen. Das Wasser haftet mit tatsächlich 20 Bar. Also man bräuchte einen Druck von 20 Bar, um das Wasser eben noch aus diesen Feinporen wegzusaugen, abzuziehen. Und das heißt tatsächlich dann auch Totwasser, weil es eben nicht mehr gebraucht werden kann. Schauen wir uns nochmal diese Poren jetzt etwas genauer an. Wir haben also Grobporen, das sind die Poren, wo das Wasser durchläuft. Die Mittelporen sind die Poren, die vor allen Dingen das Wasser für die Pflanzen zur Verfügung stellen. Und die Feinporen, da kommt die Pflanze nicht mehr ran. Das ist halt nicht pflanzenverfügbares Wasser. Jetzt kann man natürlich auch diesen Poren einen Durchmesser zuordnen. Grobporen ist alles größer 0,01 mm. Die Mittelporen liegen schon bei 0,0002 bis 0,01 mm und die Feinporen liegen noch darunter. Um das besser zu verstehen, gehen wir wieder in unser Körnungsdiagramm. Und das hatte ich ja vorhin schon gezeigt. Mit den Durchmessern, mit den Korndurchmessern für die verschiedenen Bodenformen, Tonschluff, Sand und Kies. Und jetzt ordnen wir mal hier die Poren dazu. Wir haben ja gerade gesehen, 0,0002 mm Durchmesser. Das sind die Feinporen. Die Mittelporen liegen zwischen 0,0002 und 0,01. Und die Grobporen liegen da drüber. Und da sieht man schon sehr schön, dass besonders im Bereich des Tons und des Schluffs die feinsten Poren anzufinden sind. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, was bewirkt das denn eigentlich? Was bedeutet es denn jetzt, wenn ich jetzt eine reine Sandschicht zum Beispiel hätte, eine reine Schluff- oder eine reine Tonschicht? Und ich habe mal hier die größten Vor- und Nachteile für die verschiedenen Schichten aufgeführt. Sand ist dementsprechend besonders wasserdurchlässig. Sand kann Wasser überhaupt nicht speichern, weil es eben praktisch nur Grobporen sind. Sand kann auch nicht wirklich verdichtet werden. Und Sand kann auch dadurch nur sehr gering Nährstoffe speichern. Schluff dagegen hat schon eine deutlich geringere Wasserdurchlässigkeit, aber immer noch gegeben. Die Wasserspeicherung ist bei Schluff schon relativ hoch. Die Verdichtung ist auch schon relativ hoch. Und die Nährstoffspeicherung ist tatsächlich bei Schluff auch schon gegeben. Und bei Ton, natürlich das andere Extrem, ist die Wasserdurchlässigkeit sehr gering. Das kennt ihr alle, wenn ihr irgendwie schon mit Ton gearbeitet habt, wenn ihr irgendwelche Gefäße aus Ton gemacht habt. Da geht dann kein Wasser mehr durch, denn da kann man Wasser mit festhalten. Die Wasserspeicherung ist tatsächlich bei Ton sehr hoch, aber wir haben ja schon gelernt, das sind die Feinporen und da kommt die Pflanze nicht ran. Ich komme gleich noch dazu. Die Verdichtung ist auch sehr hoch, deswegen können wir ja gerade Dinge aus Ton formen, weil wir den Ton eben verdichten können, zu einer sehr, sehr festen Masse zusammendrücken können. Uninteressanterweise ist aber auch die Nährstoffspeicherung sehr hoch. Das ist zwar schön, aber auch damit hat die Pflanze ein Problem, weil sie nicht drankommt. Schauen wir uns tatsächlich nochmal die Anforderungen genauer an und ordnen jetzt mal diese vier Zustände diesen Anforderungen zu. Und habe ich das richtig gesagt? Und weisen wir jetzt mal die verschiedenen Formen hier diesen Anforderungen zu. Also der Ton hat tatsächlich, wie eben schon gesagt, ein hohes Wasserhaltevermögen, der Schluff auch. Sand hat eine hohe Wasserdurchlässigkeit. Sand, aufgrund der groben Poren, ist auch für die Durchlüftung sehr gut. Der Schluff ist auch noch von der Durchlüftung akzeptabel. In die groben Poren, da können tatsächlich die Wurzeln besonders gut hineinwachsen. Deswegen ist Sand für eine gute Durchwurzelung extrem wichtig.
Ton ist für die Nährstoffspeicherung tatsächlich sehr gut und Schluff auch. Belastbarkeit, da ist wiederum der Sand sehr, sehr wichtig, weil wir wollen ja nicht diese Zustände haben, dass der Boden verdichtet, hart wird, vielleicht sogar aufreißt bei Trockenheit, sondern wir wollen eine homogene, gleichmäßige Rasentragschicht haben, die sich nicht verändert. Und das ist bei Ton überhaupt nicht gegeben, wie vielleicht jeder, der einen tonigen oder lehmhaltigen, sagt man ja auch, Boden hat, die Probleme hat mit total schmierigen Bodenverhältnissen bei Feuchtigkeit, Aufquellen des Bodens durch Wasser oder bei Trockenheit, bei Hitze, harter Boden, aufgerissener Boden im Extremfall. Das passiert bei tonhaltigen Böden. Ja, und die Bearbeitbarkeit ist natürlich mit Sandböden auch gegeben, weil in sandige, lockere Böden unsere Geräte besonders gut hineinkommen. Wie sieht denn nun die ideale Zusammensetzung eines Bodens aus? Bestehend aus Sand, Schluff und Ton, das sind ja die drei Anteile, die sich durch die Korngröße unterscheiden. Und deswegen gibt es eben dieses sogenannte Körnungsdiagramm, das ich jetzt mal hier aus der DIN im Original herausgeholt habe. Die 18035 im Teil 4 ist genau beschrieben, wie die ideale Rasentragschicht für Sportplätze aussieht. Was ist denn in diesem Diagramm jetzt eigentlich zu sehen? Wir haben hier nochmal die verschiedenen Formen, Schluff, Sand und Kies. Und unten der Korndurchmesser in Millimeter aufgetragen, aber logarithmisch aufgetragen, weil sich halt die feinsten Körner von den etwas größeren Körnern schon in Zehnerpotenzen unterscheiden. Und um das ganze Diagramm zu stauchen, hat man das hier logarithmisch aufgetragen, also hier von 0,001 über die 0,01, 0,01 und 0,01, 0,1, ich muss mich mal aufpassen, dass ich nicht verspreche, bis zu 1 mm Durchmesser. Und hier ist dann irgendwo schon 6, 7, 8, 9, 10 der 10 mm Durchmesser. Und wir tragen jetzt nochmal hier die Grenzen ein, damit man die hier gut auf dem Diagramm erkennen kann. Also alles, was kleiner ist als 0,002, das ist der Ton. Was zwischen 0,002 und 0,06 mm Durchmesser liegt, das nennt man Schluff. Und zwischen 0,06 und 2 mm ist der Sand. Und zwischen 2 mm und 60 mm Korndurchmesser, das ist halt der Kies. So ist halt dieses Diagramm aufgebaut. Was ich letztes Mal nicht ausführlich erklärt habe, ist das Thema Siebdurchgang als Massenanteil in Prozent. Siebdurchgang, also ihr merkt schon, es geht tatsächlich um ein Sieb und es geht um Sand und es geht um die Tatsache, dass eben Ton und Schluff in Rasentragschichten nicht die idealen Bestandteile sind, sondern eher der Sand. Ja, und genau das hat die DIN auch hier beschrieben. Es gibt also einen Sollbereich, dieser schraffierte Bereich ist der Sollbereich für Rasensportplätze. Und ich sage, auch für einen hochwertigen privaten Rasen sollte die Tragschicht tatsächlich so einer Sportplatzrasenfläche entsprechen. Das ist nicht immer möglich, das weiß ich auch. Aber es wäre für eine schöne, stabile Rasenfläche ideal. Gut, also, wir sieben jetzt Sand. Es ist tatsächlich wie eine Sandkiste. Das gibt es. Es gibt so richtige technische Siebe. Ich habe jetzt mal hier ganz willkürlich im Internet recherchiert. Ich gebe auch immer brav die Quelle an, wenn ihr selber mal suchen wollt. Es gibt also Siebe, technische Siebe zu kaufen mit ganz verschiedenen Maschengrößen. Und ihr nehmt jetzt tatsächlich euch ein Kilo Sand, kauft euch die unterschiedlichsten Siebe, meinetwegen jetzt hier verschiedene Siebgrößen von 2 bis 0,06 mm. Und da haut ihr jetzt den Sand rein und siebt den Sand tatsächlich einfach nur durch. Und dann bleiben natürlich in diesen Sieben jeweils die Bestandteile drin hängen, die größer sind als die Maschengröße. Und ja, und am Ende fällt der Rest durch. Und diese Mengen in den Sieben, die kann man natürlich nun sehr leicht wiegen.
Und jetzt habe ich mal ganz willkürlich irgendwelche Massen hier angenommen. Und wenn man das alles in eine schöne Tabelle einträgt, dann hat man schon den wichtigsten Baustein für eine Körnungslinie. Denn ich habe jetzt ja hier festgestellt, dass von diesem 1 Kilogramm Sand durch das kleinste Sieb, durch dieses 0,06er Sieb, jetzt mal hier in dem Beispiel, 300 Gramm an Masse durchgefallen sind, und das sind bei 1 Kilogramm genau 30%. Genauso entsprechend in dem 0,06er Sieb sind 100 Gramm hängen geblieben und so weiter. Und dann kann man sich auch sehr leicht hier mit diesen einfachen Zahlen natürlich die entsprechenden Massenanteile mal hinschreiben. Und genau diese Massenanteile, die können wir jetzt in diesem Körnungsdiagramm verarbeiten und eine Körnungslinie zeichnen. Wie gesagt, hier steht ja Siebdurchgang als Massenanteil in Prozent. Und wir haben jetzt die Massenanteile. Also zeichnen wir jetzt erstmal die Siebe ein, die wir benutzt haben. Also wir haben hier ein 2er Sieb benutzt, 0,6er Sieb, 0,2er Sieb und 0,06er Sieb. Man kann natürlich auch beliebig viele andere Siebe oder mehr Siebe verwenden. Das ist jedem selbst überlassen. Aber wie ihr schon seht, ich habe ja hier zwei Siebe, die genau auf den Korngrenzen zwischen Schluff, Sand und Kies liegen, und deswegen wählt man natürlich diese Größen. Ja, jetzt muss ich mir halt eben überlegen, was habe ich eigentlich? Ich habe jetzt hier unterhalb von 0,06 30% Massenanteil. Also gucke ich hier in mein Diagramm rein, auf der Y-Achse steht ja der Massenanteil, und da habe ich hier die 30%. Also hier auf der Linie sind 30% bis 0,06 Korndurchmesser. Und das heißt, ich habe genau an der Stelle den ersten Punkt für meine Körnungslinie. 30%, 0,06. Alles, was also unter 0,06 ist, ist in einer Menge von 30% in diesem 1 Kilogramm Sand enthalten gewesen. Und jetzt kann ich weitergehen. Jetzt habe ich ja zwischen 0,06, also zwischen der Linie, und 0,2 habe ich 10% gehabt, also 100 Gramm, 10%. Das heißt, ich muss diese 10% einfach nur auf die 30% drauf addieren, und dann bin ich bei 40. Also habe ich meinen zweiten Schnittpunkt genau an der Stelle. Und so mache ich das weiter, also zwischen 0,2 und 0,6 habe ich 20% Massenanteil, und zwischen 0,6 und 2 mm hatte ich die 30% Massenanteil, und alles, was oberhalb von 2 mm waren, 10%. Und genauso habe ich jetzt meine Linie oder meine Punkte nach meinen Messungen eingetragen, und jetzt kann ich ganz leicht hier die Punkte verbinden und habe damit quasi schon meine Körnungslinie fertig. Sie ist noch nicht ganz fertig. Wir haben ja noch zwei Probleme. Und zwar haben wir ja oben einen Bereich, wo wir noch nicht genau wissen, ja, was ist denn da eigentlich jetzt in diesen 10% an Körnern noch drin? Da können ja ganz große Körner drin sein. Also ich sag mal 5 mm, 10 mm, 50 mm Durchmesser. Ja, es ist in Sand natürlich nicht der Fall. Es gibt immer eine gewisse Überkorngröße, aber die liegt bei 4 mm. Das heißt, die Kieswerke, die sieben grundsätzlich alle Steine oder alle Bestandteile größer als 4 mm aus. Und deswegen kann ich hier nochmal eine Linie reinzeichnen, nämlich bei genau 4 mm. Und man sieht ja auch schon, die anderen beiden Linien, die enden auch bei 4 mm, bei 100%. Da kann ich meine Linie jetzt auch hinzeichnen. Das heißt, in meinem Sand ist kein Steinchen, kein Korn größer als 4 mm. Das zweite Problem ist unten. Unten weiß ich ja zumindest, okay, ich habe immerhin 300 Gramm, 30% an ganz feinem Material in meinem Sand drin. Und rein theoretisch könnte ich diese Linie jetzt hier so gerade rüber zeichnen. Aber das ist etwas, was wir ja nicht wollen. Wir haben ja gelernt, dass Ton und Schluff, das heißt diese ganz feinen Anteile in Rasentragschichten, nicht wirklich gut sind, also nicht wirklich drin sein sollten. Und deshalb wäscht man diese Sande. Und was passiert nämlich jetzt?
Wir haben tatsächlich unterhalb von 0,06 mm das sogenannte Schlemmkorn. Das heißt, alles, was kleiner ist als 0,06 mm, kann ich über Wasser aus meinem Sand herauswaschen. Das sind genau diese kleinen, feinen Anteile, die hier in dem Wasser erstmal hängen bleiben und damit sind die ausschlemmbar, wie das so schön in der Fachsprache heißt. Das bedeutet gewaschener Sand, also man wäscht alles unterhalb 0,06 mm aus so einem Sand heraus und dann gibt es halt eben genau diese Linie nicht mehr. Und ich freue mich, dass ich da nicht diese Ton- und Schluffanteile dann drin habe. So, jetzt schauen wir uns nochmal diese beiden Körnungslinien an, die nun die ganze Zeit schon im Körnungsdiagramm enthalten sind, die rote und die blaue Linie. Und wie gesagt, der schraffierte, hier der eingezeichnete schraffierte Bereich ist der Sollbereich, in dem so eine Körnungslinie drin liegen soll für Sport. Rasenplätze oder Rasensportplätze, also für Sportplätze, für Fußballplätze und ich finde auch für hochwertige private Rasenflächen ist genau diese dieser schraffierte Bereich ideal. Ja, wir haben jetzt bei Linien die blaue Linie. Und was sehen wir bei der blauen Linie? Hier sehen wir tatsächlich, dass diese blaue Linie unterhalb von 0,06 mm Korndurchmesser 0 ist. Das heißt, diese blaue Linie ist so, dieser Sand ist so gut ausgewaschen worden, dass hier überhaupt keine Ton- und Schluffanteile mehr drin sind. Und ja, interessanterweise lässt ja die DIN hier immerhin bis zu 10% Ton und Schluff zu. Ja, warum tut sie das? Weil eben gerade im Ton und Schluff das Wasser ganz besonders gut gehalten wird. Wir wollen ja eine gewisse Wasserspeicherfähigkeit in der Rasentragschicht haben. Und da braucht man eben ein bisschen Ton und Schluff. Und deswegen ist also bis 10% durchaus zulässig. Aber der weitaus größere Teil sollte halt oberhalb von 0,06 liegen und damit eben auch vor allen Dingen grobe Poren erzeugen. Und die groben Poren sind dann besonders wichtig für Wasserdurchlässigkeit, für Luftdurchlässigkeit und für die Möglichkeit, dass die Wurzeln halt in diesen Boden gut hineinwachsen können, sich gut ausbreiten können. Was noch interessant ist an dieser blauen Linie, die ist sehr steil. Das heißt, die hat zwischen 0,2 und 2 mm einen sehr steilen Anstieg. Das heißt, die Körner unterscheiden sich nicht groß im Durchmesser. Groß, relativ. Aber sie unterscheiden sich nicht wirklich groß. Und das heißt, so ein Sand ist nicht besonders scherstabil. Das heißt, der rutscht relativ leicht weg. Man kann sich das wirklich sehr gut vorstellen, anhand des IKEA-Bällebads. Ihr kennt ja das IKEA-Bällebad, da sind ja ganz viele bunte Bälle drin, die haben alle den gleichen Durchmesser. Und wenn man da reinspringt, dann rutschen diese Bälle auch ganz leicht zur Seite. Nicht so leicht, dass die Kinder da nicht gleich durchknallen, aber sie sind verschiebbar. Und das liegt tatsächlich an diesem Korndurchmesser, an dieser gleichen Größe dieser Bälle. Wenn da unterschiedliche Bälle mit unterschiedlicher Größe drin wären, dann würde das tatsächlich ganz anders ablaufen. Ja, und das ist auch nicht gut, weil eben wir ja den Boden belasten. Wir laufen damit rum, wir machen darauf Sport. Und der soll natürlich nicht durch die Belastung irgendwie wegrutschen. Deswegen ist so eine steile Körnungslinie auch nicht optimal. Ja, also Fazit, blau ist nicht geeignet. Kommen wir zur roten Linie. Ja, die ist natürlich top. Die liegt perfekt im Sollbereich drin, die hat so einen richtig wunderschönen S-Verlauf und so sollte tatsächlich ein Sand sein, so eine Körnungslinie sollte ein Sand haben, den ihr für eure Rasenfläche kauft und das ist auch mein Appell an euch, holt euch von eurem Lieferanten eine Körnungslinie und fragt auch, wer diese Körnungslinie erstellt hat, das sollte dann schon ein unabhängiges Labor sein, weil wenn ihr einen wirklich guten Boden haben wollt, wenn ihr eine funktionierende Rasentragschicht haben wollt, dann braucht ihr Sande,
die innerhalb dieses schraffierten Bereichs liegen und die idealerweise so einen S-förmigen Verlauf haben, das ist top. Ja, wenn ihr euch da für weitere Details interessiert, dann empfehle ich nach wie vor das Handbuch Rasen, das habe ich unten verlinkt. Da steht das alles auch nochmal sehr ausführlich und auch sehr viel breiter drin. Also ich habe das jetzt nur so mir an der Oberfläche angekratzt, das Thema. Auch ein sehr schöner Artikel zu diesem Thema ist im Golfmanager Magazin online nachzulesen. Auch diesen Link habe ich unten in der Beschreibung verlinkt, könnt ihr euch gerne mal angucken. Und last but not least, warum steht hier Superman? Ja, warum steht hier Superman? Ja, wegen des S-förmigen Körnungslinienverlaufs. Yeah, das S. Genau, so der kleine Spaß zum Schluss. Danke fürs Zuschauen. Das war das Thema Bodenaufbau und Bodenstruktur. Wir haben noch einiges vor uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne eure Fragen in die Kommentare. Und gebt mir einen Daumen, wenn ihr das cool gefunden habt. Es geht weiter mit, weiß ich nicht, Bodenbiologie. Ich komme vielleicht ein bisschen durcheinander mit den Themen. Aber es gibt noch viele Themen. Also bleibt dran und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!